zurück in der Kirche und ab zur Festung. So, so viel heißt wie hallo und herzlich willkommen zurück zu Shiny Force. Ah, ich kriege meine Finger gerade nicht richtig auf die Tastatur. So. Oh, das war gar nicht mal so schlecht gerade, weil da muss ich ja noch was machen. Das Kaki nehme ich. Entfernen. Powerlanze. Eine große Waffe. Und rein in die Festung. Was bist du? Magier, nicht zu fassen. Meine geliebten Monster sind alle geschlagen worden. Alle geliebten Monster. Das war genau ein Höllenhund. Der Rest waren ganz normale Runefaustsoldaten. Nicht dein Ernst, dass du hier bist, oder? Willst du mich retten? Du warst auf der Power-Kameran, ja. Wer bist du? Jürgen Drews! Mein Name ist Max, ich bin Führer des Shining Horse. Wir kämpfen Runefaust. Das Shining Horse. Ach so, das seid ihr. Weil bei 6 Haustiere den Servos zu besiegen war keine Probenpunkt. Aber dann blieb ich hier hängen. Ich zerstörte die Mauer, dann hatte ich keine Kraft mehr. Ich kann mich kaum bewegen und es sollte mich für meine Familie an Balbasack brechen. Komm, Balbasack ist noch am Hafen. Gib jetzt nicht auf. Wie kannst du jetzt so kneifen? Hä, du sprichst mit einer scharfen Zunge für einen so jungen Kerl. Okay. Einen letzten Schubs, aber zuerst muss ich um einen Gefallen bitten. Hast du Hunger? Mach dich nicht lächerlich. Nein, ist nichts derartiges. Als ich in der Festung eingebrochen war, war es etwas verrückt. Und ich verlor fast alle meine Männer. Ich weiß nicht wie, aber alles, was ich will, ist Balbasack zu besiegen. Ich trete eurer Gruppe bei, wenn ihr mir helft, Balbasack zu besiegen. Wie oft ist in dem Gespräch Schrott schon Balbasack gefallen? Okay, Balbasack ist ein starker Feind. Bin froh, dich auch im Team zu haben. Ich weiß, du meinst das nicht so. Ernst kommt zum Shining Horse. Ich werde im Hauptquartier warten. Achte darauf, auf mich gegen Balbasack vorne einzusetzen. Brauch Waffen. Kann jetzt in den Hafen. Jo. Balbasack ist der Drachenmeister. Ich achte auf die starken blauen Drachen, die unter seiner Kontrolle stehen. Achte auf die. Ja. Gib dann hier Tipps, der Junge. Ich erhebe mich. Wir kämpfen nicht mehr gegen euch, aber hört mir zu. Balbasack ist am Hafen. Er versucht zu entkommen. Waffenverkäufer, hey! Toll! Patze, verkauf mir Waffen! Alter, geh rein hier! Tür ist hier drin, das Hauptquartier. Woanders hätte ich es auch nie erwartet. Das ist noch einer! Also, du bist Max, der Führer des Shining Horse. Wir ergeben uns. Jetzt, wo unser Führer weg ist, können wir nicht mehr kämpfen. Der ist doch noch hier! Es gibt eine Karte unter den Dokumenten. Ernst! Okay. Nicht sei ernst, dass wir die Karten hier finden. Nee, da wollen wir nicht hin. Wir wollen hier hin. Oh, guck mal, eine Nonne. Die Mächte des Lichts beleuchten alle, ob Freund oder Feind. Ja, danke schön. Ich kann jetzt von Lord Blam, sprich den Wunsch speichern. Das ist so ein Reservoir. Yo! Gut zu wissen, dass hier auch noch Wesen wäre. Was ist hier? Hier ist nichts. Okay. Eine sehr massive Tür. Sieht eigentlich nicht aus, als würde sie kaputt gehen. Ey, du, mach die Tür auf. Du hast Ernst gerettet. Danke, jetzt öffne ich dir die Tür. Alles klar. Siegesbedingung, Balbasack besiegen. In 8 Runden Triton töten.
Nee, Moment mal. Wir haben ja mehr oder weniger ernst. Scheiß auf ernst. Ja. Schlecht starten. Bist du bereit? Ja. Warte mal, Zack! Habt ja ewig gebraucht, Mann. Ihr Hitzköpfe seid mutig. Denkt ihr, könnt euch die Armee von... Euch die Armee von Runemorfhausen übernehmen. Ich und diese blauen Jungs werden euch alle zerquetschen, wie Ungeziefer. Max Balbazek ist überall bekannt für seine übermenschliche Stärke. Er ist auch ein Halborg, sieht man doch. Unterschätze nicht, er ist ein gefährlicher Feind. Wie seine blauen Drachen. Seine blauen Drachen. Der hier. Es sind an sich nur wenige Feinde, aber dafür ein paar sehr nervige. Es sind Seefledermäuse, okay. Und ja, es ist halt sehr wenig Platz hier drin. Bei Basiek! Okay. Fledermäuse. Natürlich, auf ihn denn sonst. Hau du zurück, Mann! Ich hab eine Dose umgeworfen. So. Fledermaus! Die macht immer noch keinen Schaden. Hey, tu was für der Geld. Ah, Mann! Scheiß Fledermäuse. Ah, Mann, jetzt macht's den noch Schaden. Man muss das halt Kaki erledigen. Ja, oder auch nicht. So, Mablock. Auflang. Ist mir egal, wie der heißt. Ist mir egal, wie es ausgesprochen wird. Ich spreche das so aus, wenn ich es kann. Viecher müssen jetzt einmal irgendwann down gehen. Das kann doch nicht sein, dass sie so wenig Schaden kassieren. Andrea erreicht Stufe 9. Bräuchten einmal Ace Stufe 2. Wer ist denn damit? Kane startet Gegenangriff. Er lässt sich nicht einfach so verprügeln wie der Rest. Finde ich gut. Kane, endlich, er steigt auf. Dann kriegen wir noch ein bisschen mehr Leben. Vielleicht kriege ich die Runde Low noch auf Level 10, dann können wir den anderen mal befördern. Wir wissen es nicht. Und hat niemand Schaden kassiert, oder echt? Kann doch nicht sein. So. Einfach aushalten den Scheiß hier. 19, fangst du auch jetzt damit an? So, der kommt auf jeden Fall mal in den Mülltonner, der. Die Silberritter sind mir immer noch lieber als die blöden Fledermäuse. So.
Es ist Hans, feuerfrei. Oh Mann! Was soll denn das immer mit den 1? Abwehr und 2 erhöht, Schnelligkeit erhöht. Ah. Ja, nächster, komm noch ran. Sie wächst Fledermäuse. Start Gegenangriff, One-Hit das Vieh. Dankeschön! Geht doch. Es geht doch noch. So, weg jetzt die Scheiße. May auf dem Silberritter. Flinn raus, kriegst du eine hin. Der Höllenhund aus. Natürlich auf Max. Aber! Andere Richtung. Es ist Feuer. Das ist schon besser. So. Feuerregen. Lass jetzt Feuer auf sie hier niederfahren. Level 10! Das Hexenmeister ist, glaube ich, eine Stufe, wenn man drauf kommt. Korki hat ja die neue Lanze. Kriegt er den Silberritter hin? Ja, kriegt er hin. Wow, sogar easy! 13 Schaden! Stufe 9 ist er. Hau das Vieh mal. Oder auch nicht. Andre, mach weg den Dreck. So. So, hat irgendwer hier weniger Leben? Oh, nee, wir machen mal heilen. Nee, wir heilen Sylo mit ihm hier. Und mit Chris heilen wir dann May. Die Priester sind alle ungefähr gleich dran von der Geschwindigkeit. So, Runde 3. Gehen wir mal auf den Hund. Boah, macht der Schaden. Der haut so gar nicht. Das ist ja übel. So, mal totes Vieh. Nicht ganz, nicht ganz. Kane, du wacht. Auf das Artilleriegeschütz. Erstmal weg damit. Lapp. Lapp. Hey, mit Anzug kaputt machen können wir es nicht, deswegen schläfern wir den Typen ein. Fatze, du hältst hier überhaupt nichts. So, das Geschütz. One hit bitte. Dankeschön. So, jetzt geht's doch langsam. Jetzt kommen wir langsam in den Bereich, wo man aus sich die Stärke meiner Truppen anpasst auf die Gegner. Scheiß Fledermäuse. Es hat da gerade, weil es ungefähr gleich. Die Halt kann dann ungefähr gleich viel aufhalten wie Zubat. Das ist einfach nur nervig und im Weg. Aber Bedrohung stellt's nicht da. Nee, ist immer nur Level 1. Das ist Level 2. Es geht doch. Bei der
ist die Useful Kurve ganz besonders ganz besonders flach. Es dauert ewig, bis die Alter mal einigermaßen brauchbar ist. So, Corki hat ein bisschen Schaden genommen, deswegen werden wir den gleich heilen. Und deswegen doppelt halt besser, ne? In Bezug auf Mei. Stell dir vor, du kommst heim, darf einmal, gibst die zweimal. So, nur um das einmal gesagt zu haben. Der hatte sehr lange geschlafen, aber das Imitat macht den jetzt tot. Oder? Jo, macht sogar wirklich. Das Imitat macht mehr Schaden als das Original. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Komm, irgendwas hier rausbeten, die Viecher. Ja, blaue Drachen schaut so viel epischer aus als wieder außen. Das ist aber noch somit die schwächste Art von Drache, die es gibt in dem Spiel, möchte ich mal erwähnen. So, Vellas kann. So, einmal den Pegasus beschwören und hoffen, dass das Schaden macht. Ich hab keine Ahnung. Wow! Das ist ja wow! Wuhuhu! Das ist ja unglaublich! So. Aufspießen! Wir machen sie ja alle so viel Schaden! Also, an der Lebensleiste über Baum. Aber... ne. Aber da wissen wir ja Abhilfe. Orbitalschläge. Schläge. Boah, das ist wirklich Abhilfe. Ist der Junge stark, ey. Das ist ja der Wahnsinn. Oh, nein. Lass das Imitat in Ruhe. Nein. Du Arschloch. Albert Sack, Sylon! Silo! Ach ja. Endschläfer! Ich will, dass Karki das Vieh tötet, und zwar ohne Gegenwehr. Und braucht die XP. Albert Sack! Naja, fast. Wow, der Schlaf ist ja mal ultimativ stark, der Zauber. Mei! Es geht voran. Der haut immerhin nicht zurück. Corki, töten bitte das Vieh. Komm bitte Level 10. Aber ein Heilring, immerhin. Was ist los? Nein, mein blauer Drache! Meine blauen Drachen können nicht geschlagen werden. Junge, nur weil er drei Köpfe hat. Nur weil er drei Köpfe hat, zählt ja trotzdem nur als einer. Ist egal, wie groß er ist oder wie viele Köpfe er da hat. Frag Gimli. Er zählt trotzdem nur als einer. So, Balber Sack, Eismagie, Fresse auf, Trau. Genau. Okay, nicht sehr besonders effektiv. Sylon! Runde 6. Max.
So, einmal geht noch der Laser. Laser! Laser! Ja. Boah, macht das Schaden! Das ist ein kleiner blauer Strahl, aber das one-hittet denn fast. Ich hab gegen mein Mikro kaut. Stufe 14. Weil das kann. Noch mehr Magieaffinität, finde ich gut. So, den machen wir auch noch tun, weil wir es können. Oder auch nicht! Alter, lass Main ruhen, du Bastard. Wow. Die, seine Viecher tanken halt ziemlich stark. Jetzt ist die Frage, krieg ich Quark hier das hin, den Typen kaputt zu machen? Wow! Wo kommt denn das jetzt her? Ah, er hat wirklich die Dunkelfähigkeit jetzt auch. Er ist ja spontan einfach wirklich One-Hits verteilt. Der mutiert rechts an Dunkelöffnen, verdammt nochmal. Das wollte ich doch gar nicht. Was habe ich getan? Na gut, tötet Maiden heute, braucht auch Erfahrung. Noch dringender ist er. Oh! Hätte mal erwähnen, innerhalb von Triton-Töter. Ich glaube, es ist das Schwert. Innerhalb von nicht ganz einer Stunde haben wir gerade schon zwar der Befehl, der Oberbefehlshaber von Runefaust kaputt gemacht. Also, wir gehen jetzt gerade richtig steil. Bitte töte mich nicht. Allein bei der Auszüge hätte er jetzt schon irgendwas im Kopf stecken. Klappe. Nein. Das Schiff reicht irgendwie, aber ich kenne ein gutes, köstliches Geheimnis über Dark Soul. Und die werde ich dir sagen. Nee. Also, Malversack, du hast mich betrogen. Dark Soul. Ich brauchte deinen Körper, um Macht D-Punkt zum Drachenmeister. Und du betrügst mich? Verzeiht mir. Leider nicht. Max, ich sag's dir jetzt. Du und Kane und Daxol, du. Weber Sack! Daxol! Ruhe, Hund. Nimm das Schiff, wie der Idiot sagt. Du wirst die Seereise nicht überleben. Nach dem Sieg gegen General Berserk und der Befreiung von Uranbatol, das ist ein Uranlager, segelte das Shining Horse los, begleitet vom Jubel der dankbaren Stadtbevölkerung. Aber dunkle Wolken sammeln sich am Horizont. Kein gutes Vorzeichen für ihre Reise. Kapitel 4, die große Festung von Berserk. Epilog. Zuerst wurde Elliot besiegt und jetzt bei Balzac. Ich hab schon wieder auf Pause gedrückt. Bin ich von Idioten umgeben? Wer ist da? Lang nie gesehen, ich bin's, die Dunkelelfenhexe. Michaela, nennst du auch mal so. Ich nenn's einfach Michi. Ja. Guck, wo hast du dich versteckt? Moment. Michi, wo hast du dich versteckt? Was hast du gemacht? Weißt du doch, ich habe meine Rache gegen Max vorbereitet. Ich muss jetzt wirklich los, ich habe nur Arbeit. Warum bist du dann überhaupt vorbeigekommen? Halt, Michi! Was hast du da in deinem Kleid versteckt? Den Lichtsäbel, der von Kane den versteckt hattest. Michi, weißt du, worauf du dich einlässt? Aber natürlich. Ich werde einen guten Köder wie diesen brauchen, wenn ich das Shining Horse ködern soll. Bis denn. Michi, halt! Tschüss. Die Hexe, verfluche sie. Verfluche sie. Alles klar. Bist du dein bisheriges
deine bisherigen Heldentaten protokollieren? Ja, ja, das will ich. Aber erst nächste Folge. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.